Hallo und herzlich willkommen zu meinem Testbericht zum neuen Olympus M Suiko 25 mm F1.2. Es handelt sich dabei um das erste Objektiv aus Olympus neuer Reihe von professionellen F1.2 Festbrennweiten. Die Verarbeitungsqualität ist ähnlich wie bei bereits existierenden Olympus Professional Objektiven. Also sehr gute Verarbeitungsqualität. Es verfügt auch über einen LFN-Button. Und man kann den Fokusring zurückziehen, um hier einen echten manuellen Fokus mit Anschlägen zu erhalten. Die Gegenlichtblende ist dann nur aus Plastik, allerdings auch sehr gut verarbeitet. Sie wird hier über einen kleinen Knopf entriegelt. Und hier sieht man das große Frontelement. Die extrem hohe Lichtstärke von F1.2. Insgesamt muss man sagen, ist das Objektiv für ein Micro Four Thirds Objektiv relativ groß und auch relativ schwer. Aber was Olympus mit dieser neuen Reihe leisten will, denke ich mal, ist vor allen Dingen unschlagbare Bildqualität. Also schauen wir uns mal an, was das Objektiv so optisch leistet. Sehen wir uns zunächst an, was F1.2 in Bezug auf die Schärfentiefe bedeutet. Die andere 25 mm Festbrennweite von Olympus hat eine Lichtstärke von F1.8 und das Olympus Prosum eine Lichtstärke von F/2.8, weshalb ich diese Werte hier als Vergleich nehme. F/1.2 macht im Vergleich einen feinen, aber deutlichen Unterschied aus. Um das Bokeh zu testen, habe ich F/1.2, F/2 und F/5.6 verwendet. Für mich sind die Übergänge von scharf zu unscharf weich und angenehm. Dies trifft auch für die Hintergrundschärfe im Allgemeinen zu. Das Objektiv bewältigt selbst schwierige Hintergründe wie kahle Bäume gut. Durch die hohe Lichtstärke von F/1.2 sind Nachtaufnahmen machbar, die mit keinem anderen Olympus-Objektiv möglich wären. Die Schärfeleistung des Objektivs ist sehr gut. Bereits bei F/1.2 ist es voll nutzbar. Abgeblendet wird es extrem scharf. Mehr Details hierzu gibt es in meinem Schärfevergleich mit dem 12 bis 40 mm Pro. Mit einer Naheinstellgrenze von 30 cm ab dem Sensor ist das neue 25 mm kein Makroobjektiv und nur für einfache Nahaufnahmen geeignet. Die chromatischen Aberrationen sind sehr gut kontrolliert. Selbst in solchen Extremsituationen zeigen die unkorrigierten RAW-Dateien nur eine geringe Menge an Farbfehlern. Wenn es einen Bereich gibt, in dem sich das Objektiv kritisieren lässt, ist es das Verhalten bei Gegenlicht. Es ist nicht schlecht, aber sowohl die Sonne als auch künstliche Lichtquellen erzeugen Flares. Dies ist ein Extremfall. Bei F1.2 ist besonders ein Kontrastverlust vorhanden. Durch Abblenden steigt der Kontrast, dafür werden die Flares aber auch definierter. Wie wir gesehen haben, handelt es sich optisch um ein ausgezeichnetes Objektiv. Wenn man die ganzen Funktionen, den Staub, Spritzwasser und Frostschutz, den LFN-Button, den manuellen Fokus und so weiter mit optischen Leistungen zusammennimmt, ist es mit Sicherheit das beste 25 mm Objektiv für Micro Four Thirds. Vielleicht sogar das beste Objektiv für das ganze System. Das ist ein bisschen schwierig, es mit den auch sehr guten Teleobjektiven zu vergleichen. Und das Ganze hat auch seinen Preis. Nicht nur, weil es 1300 Euro kostet, sondern weil es auch eben für eine Festbrennweite extrem groß und schwer ist. Aber es gibt ja inzwischen wirklich sehr viele 25 mm Objektive fürs Micro Four Thirds System. Zwei jetzt von Olympus, zwei von Panasonic. Noch eine ganze Reihe manueller Objektive von Drittherstellern. Ich denke, das muss jeder selber wissen, ob einem das Optimum optischer Leistung, Größe, Gewicht und Preis wert ist. Ein ausgezeichnetes Objektiv ist es auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm doch bitte einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.